Servus, grüß euch, da sind wir wieder. Woche 32, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und diese Woche besteht original aus zwei großen Sachen. Und das ist erstens einmal der Trip in die Schweiz mit Domi, mir, alte Praktikumsstelle und Besuchen von meiner Schwester. Und Teil 2, wo wir dann auch da mit dem Hut gut einstimmen drauf. Siehst du, das Zeltfest, ein jährliches Großevent, das der Domi veranstalten. Also relativ geile Wochen. Und darum starten wir gleich an. Und da sage ich gleich, Montag bis Mittwoch waren wir in der Schweiz. Montag sind wir runtergefahren, Mittwoch sind wir heimgefahren. Dazwischen waren wir einfach unten, da war ein das da, ein das da und da habe ich ein bisschen mitgefilmt. Und das zeigt es jetzt einfach klein an. Die komplette Schweiz, Montag bis Mittwoch. Viel Spaß! Wir sind jetzt am Hauptbahnhof in Linz, weil wir fahren jetzt in die Schweiz. Woche 32 kann starten. Wir sind angekommen in Uznach. Jetzt müssen wir natürlich nur noch Schmerikon gehen. Kollege Süß natürlich auch am Start. Aber es ist eigentlich richtig schnell vergangen. Und wir haben auch keinen einzigen Zug verkackt oder verpasst, was wir uns eigentlich gedacht haben. Und jetzt werden wir mal schauen, ob wir uns dann mal angekommen sind. Und wie schon gesehen, sind wir jetzt da in Schmerikon angekommen, bei einer schönen Wohnung, bei der Elli. Thomas natürlich auch da. Und da werden wir jetzt bis Mittwoch verweilen und mal schauen, wir haben jetzt schon eingekauft, natürlich das Wichtigste nur ein Bier und ein Most. Und ja, darum sehen wir uns dann später nochmal, je nachdem, was sich da jetzt ergibt. So, es ist Dienstag, wir sind da, wie man da hinten sieht, schon im Strandhotel jetzt gerade das erste Mal gewesen, dass wir das auch wieder mal gesehen haben. Das Wetter ist relativ geil auf die Nacht gemessen. Und ja, jetzt werden wir sich da irgendwo ein Jausel organisieren und sie am Set schön. Natürlich gibt es da ein paar Impressionen. Drohne hätte ich auch mit. Vielleicht kann ich nachher beim Hotel mal eine Runde fliegen. Aber das kann ich natürlich jetzt noch nicht genau sagen. Und ja, dann sehen wir sie nachher nochmal. Und das Geile ist jetzt, jetzt gibt es da Urlaubscontent. Aber wenn der Urlaubscontent vorbei ist, ist er noch nicht lange vorbei. Weil die Woche ist auch noch, siehst du, das Zeltfest mit dem Kollegen da. Darum heißt er das so, falls wer noch nicht gecheckt hat. Und da geht es euch auch komplett ab. Also komplett legendäre Wochen. Jetzt bauen wir da einen Lanz und dann fange ich an. Spieße ich danach einfach. Ja. Die Zwetschgen-Dinger sind super. Das haben wir noch gegessen. Okay. Das Kaffee. Oh, ja. Oh, auf Wiedersehen. Mhm. Süß, der Gelb. Nein. Ich mag eine Kopie. Okay. Schau, der Kleine kriegt nie was. Ab.
zu und es ist Nachmittag. Wie ihr gesehen habt, sind wir schon mit der Drohne geflogen und jetzt gehen wir daheim. Schweres Lasten schon wieder vom Sprach. Man muss auch nicht übertreiben im Bier kaufen, gell? Ja, jetzt haben wir ein, zwei Stück. Wir haben eine Verkostung. Haben wir ein paar Biere, gute. Da machen wir jetzt eine Verkostung dann daheim. Das wird fesch. Aber da natürlich ab dem Zeller, Gewölfrisch, immer ein guter Tipp für alle, die in der Schweiz sind. Und Drohnenschutz, muss ich sagen, waren auch ganz lästige dabei. Jetzt schwimmen wir noch ein wenig, am Nachmittag kommen wir auf einen Eisbecher und dann auf die Nacht gehen wir natürlich auch noch ins Restaurant dinieren. Nicht gerade billig dieser Urlaub, aber trifft eh keinen Armen. Erste Kostprobe von Eichhof Lager Braukunst helles Bier. Kostung Nummer 1. Wie ist denn Aufnahme? Das ist aber schon reidig. Ja, ist ein Dosenbier. Die nächste Verkostung ist Galada Gletsch Refreshing doch. Irgendein komisches. Das ist aber glaube ich ganz geil. Das ist wieder ein Schweizer Bier. Es ist sehr kalt, wie man da sieht schon, wie es da. War das vorher schon oder ist das sowas, was für ihre Kunden kalt wird? Dann kosten wir das einmal. Das wundert mich schon besser wie das andere. So, das nächste Bier auf der Liste ist aus der Flasche und zwar ist das das Appenzeller Quellfrisch. Das ist ein Dreh und Trink. Dreh und Trink. Trinken und drehen. Das ist sehr gut, gell? Das ist top. Das ist köstlich. Für die drei jetzt das Beste bis jetzt. Das aus dem Flaschen ist. So, und jetzt sind wir da. Jetzt haben wir sie ein bisschen einmal zusammengekriegt, dass wir wenigstens einmal in der Woche ein bisschen schöner benannt sind. Und jetzt gehen wir ins Strandhotel natürlich fein dinieren. In Hund haben wir keinen Körper auf. Der Dame natürlich ein sexy Boy. Und dann sehen wir sie im Strandhotel drüben beim Essen. Grüß euch. Okay. Trotzdem hängt gescheit Zugang, oder? So, und da sind wir wieder. Es ist Mittwoch, wir sind jetzt schon eine gute halbe Stunde wieder zurück nach Utz, nach dem Bahnhof gegangen. Das Wetter ist, man muss echt recht geil. Und jetzt kommt dann in 10, 15 Minuten unser Zug. Fahren wir bis Sagans wieder in Steinmüller um. Da warten wir wieder gleich eine halbe Stunde. Und dann geht es natürlich von Sagans straight zurück nach Linz. Und dann sind wir wieder daheim. Dann schauen wir, was ich während der Fahrt noch mal sehen. Aber dabei einmal. Schönen Sonntag. So, und wir sind wieder in Linz angekommen. Zugfahrt natürlich wieder easy cheesy gegangen. Da geht eigentlich sau schnell mit dem Zug. Und jetzt werden wir da beim Bahnhof abgeholt. Dann fahren wir heim und dann meint noch ein wenig schön. Und dann sehen wir uns morgen schon wieder bei den Vorbereitungen für das Zielstamm und Zeltfest. Also, es bleibt spannend. So, wir sind daheim. Also wirklich, muss man sagen, gemütlicher Trip. Gemütlich gefahren, Zug gefahren ist eigentlich überall schön umgegangen. Haben wir jetzt nicht so viel gefilmt natürlich, weil dementsprechend auch da unten nicht viel los ist im Kauf. Wie gesagt, ich schaue jetzt dann noch nach Santino und dann morgen gehen die Vorbereitungen für das Zeltfest los. Da habe ich noch schnell die Zwischenclips für dich gemacht, für das Video von letzter Woche, obwohl heute schon Mittwoch ist, weil es wieder am anderen verzögert kommt, eben wegen der ganzen Schweiz, weil ich habe zu sehen, grundsätzlich am Sonntag, am Montag beim Wolfgang schon geschnien. Aber ich habe dann die Zwischenclips erstens nicht aufgenommen, weil ich auch gewusst habe, ich kann es unten sowieso nirgends aufladen, jetzt habe ich die Zwischenclips schon aufgenommen, wenn es rendered ist, dann lade ich es halt auf, dann ist es morgen um 18 Uhr 100%ig um und dann ist es einen Tag später, ist kein Problem, finde ich. Und ja, dann sehen wir uns morgen aber wirklich jetzt. Genau, das war die Schweiz. Mittwoch sind wir dann zurückgekommen, dann nichts mehr recht an und Donnerstag haben wir dann aufgebaut für das erste Mal das Zeltfest. Am Anfang mit Sachen wie Zelter, Bierdische, alles geholt, dies, das, jenes. Ein bisschen was einkauft haben wir letzte Woche schon, wie ihr gesehen habt. Und Donnerstag jetzt der Aufbau von Siehst du am Zeltfest. So, servus, grüß euch, da sind wir. Es ist Donnerstag und die Vorbereitungen für Siehst du am Zeltfest laufen auf Hochtouren. Natürlich habe ich jetzt schon meinen Siehst du am Zeltfest Hut auf, weil Dresscode ist Lederhose mit Hut. Dabei habe ich noch die Straußhosen an, weil die ist zum Aufbauen wesentlich gemütlicher. Und jetzt holt mir dann der Tommy und wir fahren im Freistädter Brauerei
weil da sind 80 Liter Bier, die zum Holen waren. Und der Schank und Nögel für den Nagelstock brauchen wir. Und Biergarnitur müssen wir vom Roten Kreuz holen. Und dies, das und jenes. Aber natürlich seid alle mit der Kamera live dabei. Und darum geht es euch komplett ab, es wird geil. Also, wir sehen uns. Warum bist du da? Ich will mal was zum Trinken. Eine Kleinigkeit. 100 Liter? Ja, ein bisschen mehr, vielleicht 105. Gut. Und jetzt haben wir, wie wir gesehen haben, bei freistehender Bier, haben wir gedacht, 100 Liter Bier geholt, die was wir braucht, haben wir einen Fassel und wir hatten jetzt, weil wir uns irgendwie unsicher waren, ob es genug ist. Und ja, alles hinten drin, schön verstaut, hängen haben wir auch mit, aber den haben wir zum Glück nicht gebraucht. Das führen wir jetzt einmal zum Dame und dann holen wir nachher noch Biergarnituren. Und ja, was wir sonst noch brauchen, einkaufen müssen wir noch ein wenig, also noch genug zu machen. Herr. So, und wir sind wieder da angekommen in der Fabsüß Factory. Und wie man da hinten sieht, haben wir alles abgeladen. Durchlaufkühler, Fasseln, Glaseln, da hinten sieht man den Nagelstock von letzter Woche. Und jetzt holen wir das Zelt in den Kühlschrank und nachher fahren wir mit den Glaseln nochmal ins Pub, Glaseln waschen und Eis holen und Biergarnitur beim Roten Kreuz mit Manu. Ich muss mal sagen, da zahlt sich wieder mal aus, dass wir überall Leute kennt. Und ja, dann geht's weiter. So, jetzt sind wir da Gläser waschen im Latino Pub. Die Krise macht's möglich. Tommy wascht, da sieht man halt, jahrelange Ausbildung hat sich jetzt rentiert. Weil die Freisteller Wichser haben uns einfach lauter warme, lauter dreckige Glasen gegeben. Jetzt müssen wir es gleich waschen. Zwicki und Rot. Genau, dann nach Aufbauen eines Zeltfests kommt natürlich das Zeltfest selbst. Das war dann am Freitag. Freitag natürlich dann auch noch einiges vorbereitet und dann am Abend das Festl. Da sind halt dementsprechend nur einige Clips, weil da fühlt man dann auch so mit und das passt halt einfach nicht so. Und das war dann Siersdomes Zeltfest 2021 auf Afiflogs. Viel Spaß. Auf einen erfolgreichen Festbetrieb. Das erste Seital. Ist das gut. So, und da sind wir wieder. Es ist Freitag, Tag des Festes. Wir haben da hinten, wie man sieht, Junkie Junk geschlossen, haben da schon das erste Seital gekostet. Natürlich alles nur zum Kosten, ob alles funktioniert. Haben da jetzt den Kühlschrank, haben da Glaseln und haben da die ganzen Biergarnituren. Dann schauen wir, wann es. Natürlich da auch der Nagelstock vor Ort, den wir frisch geholt haben, und da vorne der Pool. Da kommt jetzt dann der Flankebollfeld hin und dann sieht man da das Festzelt, das man wirklich erzählt. Und da herbei, jetzt einmal von dem will ich auch noch Bierschank. Dann kommt da die Schnapsbar her quasi und Mischgetränke. Da ist das Brill für den Leberkäs, weil Leberkäs Ofengramm auch 7 Kilo Leberkäs. Da oben ist dann der Eingang und da sieht man das Ganze wirklich wieder ganz lässig. Das ist da der offizielle Zugang zu Siersdomes Zeltfest 2021. Ihr kennt es da vom Parkplatz, geht es da aus Nummer, ist natürlich alles beschildert. Und dann kommen wir da her und da ist die offizielle Kasse. Du gehst hier, dann hast du mal 20 Euro irgendwo griffbereit, zum Beispiel im Hut. Weil Hut ist ja eine Pflicht, das Jahr. Das tust du rein, in die Kasse. So, da ist dann wahrscheinlich nachher schon wegen mehr Geld drin, dass der Wechsel gut raus. Dann schreibst du da deinen Namen ein. Das sind in dem Fall mindestens die, Felix. Bezahlt, ja. Und wenn du jetzt zum Beispiel 5 von deinen Tierenden mit hast oder umgekehrt, dann schreibst du daher nicht Felix her und schreibst da 35 Euro hin, sondern schreibst alle die Namen von deinen Tierenden auf mit jeweils 20 Euro. Übrigens, Begleitpersonen müssen auch 20 Euro zahlen, ich scheiß Wichser. Und so ist es dann. Und dann nehmt euch da so ein Bundle, das da oben, natürlich alles da gescheit exklusiv, und dann tust du das da auf. Corona wird nicht kontrolliert, aber das ist eigentlich auch das Kind dazu, oder genesen oder was auch immer. Und dann steigt es einfach da drüber mit Band und zahlt und dann geht es da her. Und dann geht es da schon los. Dann haben wir da ein wunderbares Festzelt, ein Bierkühler, Leberkäs, alles was man braucht. Also, wir sehen sie später und wie gesagt, es ist ein rastender Zelt ohne Wände. Es ist zwar eher warm, aber nehmt ihr vielleicht was Warmes zum Anziehen mit, weil wenn es länger wird, was wahrscheinlich wird, was ihr sagt. Dann sehen wir uns. Schönen Sonntag noch, gell? So, und natürlich gibt es da bei Siersdomes Zeltfest ein offizielles Flankeballfeld. Da eben zwei Teams mit Rot und Blau in der Mitte von
Wikinger-Schachteln, Ding, da die Werfding, dann natürlich mit Dosenbier gespült, da natürlich dann am Pool, davon beim Nagelsturmzelt. Komplett geil. So, und da sind wir wieder trachtig jetzt angezogen und da sind die ersten Gäste eingetroffen. Wir haben dann natürlich den Nagelstock schon ausgespielt. Der Sam natürlich auch das Motto eingefallen mit Hut. Und ja, schauen wir, was da sich heute noch ergibt auf dem Festl. Seitl ist recht gut heute, muss ich sagen. So, wir sind jetzt ein Auto, wir haben nämlich einen Umdas geholt und der spielt uns jetzt mit der Quetschen eins. Da müssen wir jetzt ein Lichter fahren und geht! Ja, jetzt weiß ich es nicht. Ein Liter für uns! Das war das legendäre Systems Zeltfest, wie jedes Mal wieder richtig geil gewesen und dementsprechend ist dann am Samstag kein Content, kann sich wahrscheinlich jeder gut vorstellen. Auf die Nacht haben wir dann nur gleich beim Gerald ein wenig benannt gesessen, da habe ich aber dann auch nicht gefilmt und darum springen wir gleich auf Sonntag weiter, da habe ich nämlich in der Früh fürs Rote Kreuz ein paar Drohnenaufnahmen gemacht, zwar nur Fotos, aber da werde ich euch ein paar einspielen dann und das ist eigentlich das Einzige, was am Sonntag sonst los war, sonst eher entspannt dann den Sonntag. Servus, grüß euch, da sind wir wieder. Es ist Sonntagvormittag. Gestern natürlich dann dementsprechend wenig gekommen, weil da haben wir das Zeltfest in der Frau gebaut. Nacht haben wir sie zwar noch zusammengesetzt gemütlich, aber nichts Sehenswertes. Und ich bin jetzt auf dem Weg zur Dienststelle. Wir werden da ein paar Drohnen-Shots wieder mal machen. Spüre euch natürlich, wenn es wird. Und ja, müssen wir schauen, wie man sieht. Das Wetter eher mittel, aber das haben wir schon vor ein paar Wochen, also ein paar Tage ausgemacht. Und jetzt schauen wir da mal, für was wir das dann auch brauchen. Ich weiß nicht, gar nicht, aber sie haben mich gefragt, hey, machst du ein paar gute Drohnenaufnahmen? Habe ich gesagt, natürlich. Und ja, dann schauen wir, was sich da so tut. Ich werde jetzt wahrscheinlich dementsprechend weniger mitfilmen, so Shots spüre ich, weil da wahrscheinlich ein paar Leute werden, was auch immer wir da machen. Und das war es dann auch schon wieder mit diesem wunderbaren Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schweiz, Systems Zeltfest, legendäre Ding. Wie gesagt, jetzt tut sich wieder ein bisschen mehr, jetzt durch TV-Ende und das Ganze. Es sind so öfter Sachen nur ein kürzer, in dem Fall wahrscheinlich jetzt trotzdem, weil es nur zwei große sind, reichlich drüber. Aber ich finde jetzt, wie sie sich gerade aufbauen, die Videos, taugt mir eigentlich recht gut. Und wie immer, danke fürs Anschauen. Falls du noch nicht abonniert hast, abonniere unten einfach mal, dass du einfach kein Video verpasst. Und einfach für mich ist es ein guter Support, wenn du abonnierst. Und weil wir gerade von Support drehen, gib ein Like nach oben, wenn es dir gefallen hat. Supportet auch extrem. Und dann sage ich, kannst du unten abonnieren oder da oben. Dann ist da ein Video, was für dich empfohlen ist. Da ist ein neuestes Video. Unendlicher Kölner. Haut. Grüß euch. Schönen Gruß daheim. Schönen Sonntag. Gell? Ich ziehe den Hut.